Herzlich willkommen zu 1 Stunde mit Fuse, mit Dennis und Nils. Das ist das Spiel Fuse von Insomniac Games. Die haben so Titel gemacht wie Ratchet & Clank, Spyro the Dragon. Und ganz wichtig, die Resistance-Reihe, das genau. War ja so ein PlayStation-exklusives Ding. Ich muss sagen, ich habe mir das Cover gar nicht angeguckt, bevor ich es in die Kamera gehalten habe. Du schon? Nee. Schön orange. Ja, das ist wunderschön einfach. Auch keine Köpfe sind da eigentlich so wirklich drauf. Ist das, soll das heißen, dass sie keine Persönlichkeit haben? Dass sie eh bald einen Kopf kürzer gemacht werden? Oder dass sie so scheiße sind, dass man sich nicht mit ihnen identifizieren will? Ich weiß es nicht. Ja, oder es heißt, dass die Grafiker nicht wussten, dass da oben noch das Xbox 360-Logo rankommt und deswegen keine Zeit mehr hatten, wieder ein kleiner zu machen. Das kann natürlich auch sein. Ja, das ist jedenfalls Fuse und das spielen wir jetzt mal ein Stündchen. Und jetzt stelle ich mal die Uhr. Zack. Und das ist ein Spiel, was ein vierer Koop-Modus hat. Man kann zu zweit auf einer Xbox spielen, aber halt online mit bis zu vier Leuten. Und jeder übernimmt dann einen Charakter, die auch unterschiedliche Klassen haben. Wir haben das gerade erst ausgepackt, noch nie gespielt. Wie immer sind wir dann schlecht und auch schlecht vorbereitet. Aber wir fangen einfach mal an. Bist du bereit? Ich bin bereit. Okay, also machen wir Kampagne wahrscheinlich, ne? Ja, würde ich auch sagen. Splitscreen. Splitscreen, ja. Neues Spiel. Ja. Aha. Wir wollen ja keine Online-Features. Ja. Wie jetzt? Was soll das denn jetzt? Das ist doch echt scheiße. Wir müssen bei Xbox Live angemeldet. Das ist doch Quatsch. Ja. Internet. We only have a little Internet. Wollen wir das jetzt einfach holen? Das Internet? Ja. Oder wollen wir es anders probieren? Also ich meine, das kann doch nicht sein. Ich finde es total lächerlich. Splitscreen, Freunde können beitreten. Probier das mal. Oder Offline-Spiel, da ist es doch. So. Yes. Okay. Ein Aussuchen. Dalton Brooks ist ein ehemaliger Raven-Söldner und der Anführer der Overstrike. Nein. Vor seiner Arbeit Raven. Super interessante Vita, die der da vorzuweisen hat. Ja. Ah ja, guck mal, der hat das Magnetschild, davon habe ich gelesen. Da kann man Kugeln mit aufhalten, aber Friendly Fire geht durch. Ja. Ich werde dann wohl Jacob Kimball nehmen. Jacob Kimball ist ein ehemaliger Detective aus dem Raubmorddezernat des LAPD, der von Lyndon Burgess für Overstrike rekrutiert wurde. Und ich habe einen Bogenwerfer dann. Bogen ist geil. Oder wir nehmen beides Frauen. Okay, dann nehme ich den mit dem Bogen. Nee, such dir einen aus. Ich nehme dann den, der übrig bleibt. Ich finde Bogen auch cool. Bogen und Pfeil und Bogen und Armbrusten ist nicht ganz so cool, aber Pfeil und Bogen ist eigentlich immer die geilste Waffe. Ich glaube, Bogen mit Bogenwerfer ist nicht Pfeil und Bogen gemeint, sondern Bogen im Sinne von Strom, weißt du? So, du meinst Flugkurve oder was? Nein, ich meine, wie kennst du nicht, wie heißen die nochmal? Es gibt doch, wenn du bei einer, wenn du diese beiden Elektroden oder was das sind hast und da ist diese Strombogen zwischen. Ich glaube, der Bogen ist gemeint. Ach, sowas? Ja. Was? Echt? Nee, guck mal, das sieht aber aus wie eine Armbrust. Oder? Ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht. Egal. Also es ist halt ein Bogenwerfer. Normalerweise wäre es ja bescheuert, wenn du ein Gerät hast, das den Bogen wirft, weil eigentlich soll der Bogen ja den Pfeil werfen. Verstehst du? Deswegen dachte ich... Wir werden das ausprobieren einfach. Okay. Okay, und man kann die hier auch irgendwie anpassen. Und du möchtest den... Ich nehme jetzt hier den Typen jedes Mal. Ah ja, genau. Ach, okay. Mit Leveln. Ja, dann nehme ich hier... Was kann die hier? Ich nehme die alte jetzt hier. Die mit dem Warp-Gewehr hier so. Ah genau, und da kann man dann so ein bisschen offensichtlich so ein Tech-Tree leveln. Ja, aber noch haben wir keine Punkte. Nein. Da in Rot steht das. Huch. Ja. Okay, ja, das suchen wir uns dann aus, wenn es dazu kommt, oder? Ja. Oh, hier geht's ja noch rechts, richtig. So, weiter. Ich bin bereit. Wieso, was machst du da noch? Kaufst du dir irgendwas? Wie bist du da reingekommen? Man kann sich Ausrüstung kaufen, aber wir haben ja noch gar nichts, deswegen können wir uns noch nichts leisten. Wie meinst du oder was? Ja, genau. Ja, okay, auch das muss man für Skin bezahlen. Aber das sieht schon, ja, also... Ja. Egal, ja. Ich bin fertig, komm. Ich auch. Ja, dann, achso, musst du auf Dings drücken, ne? Zurück und dann auf bereit. Ja. Bereit, wo ist bereit? Aha. So, Spiel starten. Ich habe so ein bisschen was über die Story gelesen. Und zwar gibt es irgendwie so eine außerirdische Energie und die heißt, das ist Full Fuse. Und da gibt es so eine Truppe Bösewichte, die hat der CIA, die diese außerirdische Energie versteckt hat, die geklaut und mit Hilfe dieser Kraft dann irgendwelche krassen Waffen gebaut. Und wir sind
dieses Einsatzteam, diese Agenten, und versuchen das zurückzubekommen. Wir sind die letzte Chance der Menschheit. Irgendwie so. Bevor er diese Nummer weitergibt. Worum geht es? Schadensbegrenzung. Es gab ein Sicherheitsleck in einer unserer Forschungsanlagen. Eines unserer heikleren Projekte ist gefährdet. Ein Projekt, das missverstanden werden könnte, wenn es ans Licht käme. Und wir sollen es sichern. Haben Sie jemanden, der uns helfen kann? Ja. Ich denke schon. Ich glaube, er meint uns. Ich glaube auch. Ich habe mich angesprochen gefühlt. Ja, ich auch. Ich werde helfen. Okay, Groom Lake. Da wollte ich schon mal hin. Hässliche Wolken. Das ist die Hyperion-Basis. Eine Regierungseinrichtung, die sich über 3 Meilen unter der Wüste Nevadas erstreckt. Seit 2 Stunden ist sie komplett tot. Hausaufgaben. Unser Klient konnte einige Überwachungsbilder wiederherstellen, und zwar vom Ostflügel. Art und Status der Bedrohung sind unbekannt, aber was auch immer es ist feindlich. Ach echt, wer hätte das gedacht? Ein Secret Service Team ist 27 Minuten vor dem Blackout eingetroffen. Es war Senator William Fable zugeteilt. Er sitzt im Militärausschuss des Senats, aber Fable ist nicht unser Ziel. Unser Klient sagt, es gibt in der Anlage irgendeine geheime Technologie, und die müssen Sie sicherstellen. Die Anlage ist abgeriegelt. Kann der Klient sie öffnen? Nochmal, zurück. Hier ist irgendwas. Seltener Auftrag, dass Söldner in einem abstürzenden Hubschrauber irgendwo hinkommen. Oh! Oh, es geht gleich los hier. Mhm. Oh! Wenn wir LTMs ziehen, dann LTMs schießen. Yeah! Das mach ich. Schießen, schießen, schießen. Oh Mann. Oh, oh. Oh. Ah. Lass mich spielen. Wieso denn jetzt schon wieder direkt? Was war das denn? Das hat. Guck mal, du bleibst zurück. Nein, ich schaff's. Zurück! Was zur Hölle ist das für ein Ding? Ein Enforcer. Ein vollautomatischer Raven-Soldat. Oculus, wir müssen abbrechen. Niemand hat uns gesagt, dass sich hier ein verdammter Roboter rumtreibt. Tja. Ja. Laut Ladungsverzeichnis des Senators war das Ding für irgendeinen Test vorgesehen. Tja, hier ist wohl einiges schiefgegangen. Der Hubschrauber ist hin und wir haben Dunhill verloren. Wir setzen die Mission fort. Gehen Sie zum Forschungs- und Entwicklungstrakt. Warum sollte ein privates Militärunternehmen wie Raven einen einzelnen... Die Stimme von dem Hauptcharakter tönt mich schon total. Ja, die Synchro ist nicht so geil. Jemand hat mir gesagt, dass sich hier ein Roboter rumtreibt. Hier, Gold. Guck. Ja, ich hab's eben versucht aufzuheben, bin gescheitert. Jetzt hab ich das ganze Gold. Aber es ist eh besser, die Frauen ja. Können mit Geld auch besser umgehen. Halt Y fest, um die Tür aufzuheben. Ich glaube, das ist wahrscheinlich jetzt... Da bist du gut gemeint, ne? Warte, was schon hier festhalten, um ein Geheimdokument aufzunehmen? Interessant. Ich habe ein Geheimdokument. Ich muss hier rum, oder was? Ah, okay. Tür aufheben, alles klar. Das soll ich, wieso, nur weil ich schwarz bin, oder was? Das gibt's doch gar nicht. Ja, mach das jetzt. Hebel das jetzt sofort auf. Ich glaube, wir müssen alle mit anfassen. Okay. Guck mal hier. Ah, okay. Boah, das ist ja schließlich ein Vierer-Koop. Okay, lasst uns clever vorgehen. Ja, komm. Ist hier noch irgendwo. Da, ich sehe Laseraugen. Ich gehe in Deckung. Oh, oh. Kopf runter und bleibt in Deckung. Okay. Deckung wechseln. Ah, das finde ich ja ganz interessant. Die Schütztürme haben ihnen nicht viel genützt. Nein, das ist richtig.
Ach so, die leuchten so komisch, sieht das bescheuert. Ich schieß den linken weg, du den rechten, oder okay, was? Okay, alles klar. Go! Ich musste in Deckung gehen, weil die haben mich ins Visier genommen. Ich glaube auch. Warte mal, vielleicht müssen wir, die haben Schutzschild, wir müssen smart vorgehen. Meinst du? Ja, er hat ja auch gesagt, ja, wir wollen smart vorgehen, hat er gesagt. Das heißt, irgendwo gibt es hier so einen Ausschalter, wir gehen mal da hinten lang, komm. Ist hier offen? Ja, ne? Ich guck rechts. Geil. Security Breach, hier ist es, Alter. Da, ja. Drückst du? Ja, ich hacke mich rein. Oh Mann, ey, das braucht so viel Gehirnschmalz, dieses Spiel. Sie hackt sich rein. Gut gemacht. Okay, Dankeschön. Gehen wir weiter. Oh. Ja, aber wie clever wir das gemacht haben auch, ne? Ich kann mir vorstellen. Rätsel gibt's auch bei den Spielern. Ich hab Gold. Du hast Gold? Yep. Ach, scheiße. Sieht nach einer Art Dekontaminationskammer aus. Ja, danke. Steuerpulse hacken. Mal wieder, wir wollen wieder irgendwas hacken. Ich hack das. Du hackst es? Ich hab das kurz und klein. Ich mag das eher Hack. Was magst du? Hack. Ja, ich auch. Also Hack ist, magst du eher also so Rinderhack oder aber Schweinehack oder Mischhack? Also Rinderhack mag ich am liebsten. Mhm. Aber ich esse auch alles andere. Mischhack ist auch gut. Ist ja Mischhack meistens irgendwie, kriegst du so. Ein Kompromiss. Das ist ja nicht immer die Wahl, wenn du da im Kühlregal bist. Deckung gehen. Deckung! Guck mal, die in den orangenen oder gelben Dingern sind aber gut, oder? Ja. Das sind so Wissenschaftler. Ja, aber die sind auf tot jetzt vor allen Dingen. Ja. Okay. Das ist das gleiche, wieder, lass uns wieder smart sein. Ah, hier, bewege L und drücke A. Ey! Oh, ich bin gleich tot. Nee, ich glaube, es ist schon explodiert, das war nur eine Fehlfunktion. Aber ich glaube, wir müssen die Deckung wegschieben, aber das habe ich falsch verstanden. Nee, nee. Mann, hatten wir ein Glück, dass wir gerade zu diesem Moment hierher gekommen sind, ne? Das war aber schade, dass wir nicht helfen konnten, da fühlte man sich so machtlos. Wird durchgeführt. Und dieser Test wird durchgeführt. Generator. So langsam kriege ich hier ein echt mieses Gefühl. Ich komme! Die duckt sich, oh, warte, duckt sich automatisch. Hier ist Geld. Oh, er holt sich die Kohle. 9. Juli 1962. Die neuesten Daten zeigen, dass Sirius in seiner Reihenform regenerativ ist. Eine Schleimpistole, die Schleim an ihm. Wenn es sich mit einem anderen Element verbunden hat. Stuhlbein. Dr. Cahill und Dr. Ramirez haben einige Ideen, wie man es stabilisieren könnte. Aber ihre Umsetzung wird noch Jahre dauern. Mhm. Ich finde, man hätte die Quelle in Groom Lake lassen sollen. Ja, einige Dinge sind einfach nicht dazu bestimmt, dass man sie besitzt. Zurück! Ich hacke das jetzt mal. Ja, hack das. Oh nein! Woher weiß sie denn jetzt überhaupt, was sie da machen muss? Sie weiß doch überhaupt nicht, was das ist. Kann sie ja gar nicht. Ich meine, sie hat 2 Sekunden gebraucht. Alles, was sie gemacht haben kann, ist zufällig einen Knopf gedrückt zu haben. Sie hat sich da reingehakt. So. Ja, genau so wollte ich das, hat sie sich gedacht. Ja. Sehr nachvollziehbar, das Ganze. Sind das hier Geheimdokumente? Nee. Personen auf jeden Fall direkt verbunden. Oh, andere Richtung. Ich kann über Objekte springen. Zack. Oh, cool. Guck mal. Was hast du gemacht? Nein, da war ein Mensch, der war aus Versehen aufgespießt. Von einem Riesensplitter. Das ist aber echt scheiße gelaufen für den. Sag mal, zuckt der noch? Der zuckt noch. Wieso zuckt der noch? Ist das ein Fall für den Surgeon Simulator? Ja. Ein Spiel, was Dennis und ich kürzlich gespielt haben. In Kürze mehr dazu. Aber warum ist der Klient besorgt, dass was von hier verschwinden könnte? Überall Kristalle. Und überall kleben Menschen an den Wänden. Stimmt, und alle sind aufgespießt. Ja. Oh, guck mal, wo der aufgespießt wurde. Das ist wirklich sehr, 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 sehr schmerzhaft. Oh ja. Oh, der Arme. Und er hier durchs Knie. Oh, mehrfach. Multiple Aufspießungen. Oh, es ist echt ärgerlich. Oh, er durch die Seite. Oh Mann. Aber die haben halt auch alle kein Gesicht, ne? Die haben alle so einen Ganzkörperanzug, sodass man denen keinen Charakter geben muss. Das heißt, im Tod sind die anonym. Ja. Das hilft uns natürlich. Und du musst nicht extra Gesichter für die entwerfen. Ja, das ist auch richtig. Aber bisher ist schon wunderschön alles, ne? Halte fest, um etwas anzusehen. Ja. Hier, er meint das, was du links bei mir siehst. Okay. Sag mal, sind die irgendwie besessen von irgendwas oder? Vom Tod. Wieder konnten wir nicht helfen. Ja. Oh. Ein Wurm. Was für ein Zufall, dass wir immer im richtigen Moment hier vorbeikommen. Ja. Ne? Das ist immer dann passiert. Ja. Das ist echt, wir sind aber auch vom Timing her. Hier ist wieder Geld. Es ist eine Art Strahlenkanone. Ach was. Strahlenkanone, wir haben es sofort. Wie würdest du es denn nennen? Angesichts der kokelnden Toten auf dem Boden eine miese Investition.
Hast du auch hier schon geräumt, den Saal? Ja, aber ich. Hab okay. Ich. Mit Y kannst du übrigens auch Sachen hauen. Oh, okay, komm her. Es geht alles mit Y. Hier. Ach, du bist die Frau. Ja, ich hake mich hier rein. Sieht nach einem Prototypenlabor aus. Ich glaube, das ist ein Prototypenlabor. Wieso sind die Videosequenzen denn auch im Splitscreen? Das ist ja total bescheuert. Macht keinen Sinn, ne? Das habe ich noch nie erlebt. Für jeden eine Waffe. Guck mal, vier Stück. Ja, guck mal, ich habe doch einen Bogen. Ja, ja. Wahrscheinlich ist das ein Bogen, der Bögen schießt. Das ist eine Armbrust einfach nur. Ach ja, stimmt, eine Armbrust, die Bögen schießt. Xenotech-Waffen verbindet Antimaterie und Fuse, um heftige Singularitäten zu erzeugen. Aha. Ach, so ist das. Bin ich das vielleicht? Müssen wir was drücken oder müssen wir... Ach nee, warte mal, ich drücke mal B. Jetzt kommt deins wahrscheinlich, ja. RT um zum Schießen. R um zum O, das ist aber kompliziert. Geil. Titanlegierung in Raumfahrtqualität. In Raumfahrtqualität. Ja, jetzt. Jetzt hast du sie gesehen. Ach, guck mal, Versuchsobjekte. Testen wir sie auf diesem Schießstand. Warte, wo sind die denn, die Schweinehälften? Wo bist du denn? Da. Boah. Okay. Ich stell mir gerade vor, wie das riechen muss jetzt. So schön. Ach, lecker. Lecker Schweinebacon. Ja. Oder halt Schweinehack. Ja. Was passiert hier eigentlich? Nee, das sollten wir. Das sollten wir da ist das schwarze Loch! Wir die Tasten so. Wie hast du das denn gemacht? Ja, ich. Das kannst du halt nicht. Wieso kann ich das nicht? Ja, weil jeder kann andere Sachen. Nein, ich halt kann auch mal das, was du kannst. Du kannst mir nicht das, was ich kann. So, das hat mir gereicht mit Testen. Ich will das jetzt an echten Bösewichten ausprobieren. Hier, hol dir nochmal neue Munition, bevor wir gehen. Wo finde ich den? Liegt hier rum, ich klau die aber wahrscheinlich. Ne, hier, da, wo ich bin, genau. Festhalten. Jupp, okay. Da liegt auch noch irgendwas hier. Was ist das? Du hast recht, hier macht man alles mit Y, ne? Ja. Das ist die Super-Taste. Guck mal, hier ist ein... Nö, bevor wir zu einstehen. Hier ist ein leuchtender Koffer. Oh, jetzt kann ich... Komisch. Hä? Also Jungs schießen da immer noch, ne? Ja, reicht das nicht langsam mal? Ach nee, jetzt muss ich drei Ziele eliminieren, oder was? Warte mal, lass mir mal die Hälfte, bitte. Ich mach ja nicht, dass ich stehe das hier und guck dir auf den Arsch. Das ist auch gut. Eins. Riech mal dran. Zwei. Okay. Drei. Alter, hör mal auf, der andere Spaß, da soll mal... Ist das jetzt ein Missionsziel oder was? Ja. Toll. Bin aufgestiegen. Jetzt kann ich mir irgendwas aussuchen. Schusswaffenspezialist. Stolz auf dich. Erhöht die Magazingröße des Harbingers und der Prowler um 3. Das ist auch nicht schlecht. Was haben wir denn hier noch? Solange du getarnt bist, ist dein Schusswaffenschaden um 10% erhöht. Nee. Das kannst du eh alles noch nicht. Du musst links die linken 3. Ach ja, stimmt, du hast recht. Ich muss. Oder das? Die Swapgirl kann 25 mehr Schüsse abgeben, bevor es überhitzt. Solange du in Deckung bist, sinkt der erlittene Schaden um 10%. Ja, wenn ich in Deckung bin, dann nehme ich ja gar keinen Schaden. Ja, ne? Dann nehme ich doch das hier. So. Kaufen. Ich hasse Spiele, bei denen so Talentbäume total unsexy sind. Ja. Ne? Kennst du es noch von Diablo, wo du dachtest, oh Alter, so viele Fähigkeiten, ich weiß gar nicht, welche ich als erstes... Und hier... Ja, das stimmt. Du bist übrigens... Oh, ich bin. Okay. Kannst du auch was Schönes ausprobieren. Ich mach random. Kampfanzug. Ach, das ist ja genau das Gleiche. Mit dem Unterschied, dass du halt den Bogen hast. Aber ja, sonst... aber die Magazingröße auch das Harbinger und Prowler. Mhm. Das sind die gleichen. Na okay, das hier. Ja, okay. Kaufen. Bestätigen. Sind das auch immer super, wenn sie einen schon auf den Talentbaum loslassen, bevor du überhaupt weißt, was alles bringt. Weil du mit dem Bogenwerfer, wir haben gerade Schweinehälften abgeschossen. Ja. Okay, und meine Erfahrung beschränkt sich auf Schweinehälften. Immerhin. Die sind bisher persönlicher gestaltet als alles andere, was wir gesehen haben. Halte es Select fest, um das Wechselmenü aufzurufen. Was ist denn das? Ach so, guck mal. Ach, wir können die Typen durchswitchen. Stimmt, das habe ich auch schon in irgendeinem Video gesehen. Ach, jetzt müssen wir uns sogar mit zwei Typen befassen. Oh Gott.
Oh nein. Ja, dann macht es ja Sinn, dass ich die Bitches nehme und du nimmst quasi die Kerle. Ja, stimmt. Düdüt. Hä? Okay, jetzt? Nee, jetzt bin ich die jetzt Frau. Jetzt bist du die Frau. Okay, beschränken wir uns auf die Typen, dann kann tatsächlich alles durchschalten irgendwie. Ja, okay, dann da können wir. Mach doch mal die Tür auf. Ja, hallo, nur weil ich die Frau bin oder was? Machst du die Tür selber auf? Ah, hier. Da, ich hacke mich. Ich bin gehackt. Hackt? Oh. Oh, da ist wieder ein Flüchtender. Da ist ein Koffer auf ihn gesprungen, hast du das gesehen? Das ist wie bei Star Trek, nur dass die Leute, die hier verrecken, die Gelbhänden sind. Ja, bitte. Aber wie gut das ist. Um jede Ecke, die wir gehen. Da. Oh, da oben, hier. Oh nein! Ich kann an der Decke lang. Ich werfe meinen Bogen. Mhm. Ja gut. Oh, da oben. Ah. Oh. Das ist ja nicht, wo ich brauche. Ihm geht der Saft aus. Hast du dieses leicht humoristische, er sagt nicht, meine Munition neigt sich dem Ende entgegen, er sagt, mir geht leider der Saft aus, sagt er. Ja, er ist halt auch... Ist auch ein bisschen lustig. Er ist ein super lustiger Typ eigentlich. Ja. Ja. Voller Diplomaten, Mann. Warst du hier drin? Nein, war ich noch nicht. Schade, ich gehe mal rein, Alter. Ich wette, das ist voll geil. Ich hab einen Haufen Gold gefunden. Ja, Mann, damit kaufen wir uns Cocktails auf Bali, Alter. Was ist hier? Wir haben es mit Geschütztürmen zu tun. Nein, ich komm. Das Terminal ist in der Schusslinie. Wir müssen sie irgendwie überladen. Okay. Irgendwie überladen. Na, irgendwie. Wie machen wir das? Vielleicht mit einer Hackstation? Wo befinden sich diese? Wie gehe ich in Deckung? Also die können wir ja nicht ermorden. Wir müssen die überladen. Also gehe ich mal... Ja. Ist das hier offen oder... Nee, das ist eine Scheibe. Ja, dann... Oh, bist... Oh Gott, jetzt muss ich ihr helfen hier oder was? Wahrscheinlich wieder mit Y. Ich habe sie stabilisiert. Okay. Hier, guck mal, der Typ mit dem Schild. Das ist ja witzig. Ja, der hat ein Schild. Treffen die mich hier? Oh ja, schade. Ich dachte, die treffen hier vielleicht nicht. So, okay, lass uns das intelligent machen. Da ist eine Kiste. Ist da ich glaube, irgendwas ich drin? Das gleich schon. Was hast du gemacht? Also, oh. Wir einfach wieder am Computer wie letztes Mal. Okay. Alles okay, gehen wir weiter. Nicht wieder was. Ich finde die sehr effizient, diese Geschütztürme, dass überall ein Terminal ist. Ja, ne? Und wir können ihnen mal wieder nicht zur Abwechslung mal nicht helfen. Oh. Oh, schade. Und so kann man den jetzt mal bekämpfen. Er hatte keine Chance gegen den Enforcer. Mhm. Gott sei Dank. Hey, sehen Sie mich? Nee. Marines? Das ist Senator Fable. Wir agieren illegal. Belügen Sie ihn. Captain Belügen Spencer, Sie ihn. Echo-Team der Special Forces. Was ist passiert? Ich weiß es nicht. Mein Sicherheitsteam und ich waren auf dem Weg hier raus, als der Lockdown begann. Als ich Schüsse hörte, habe ich mich versteckt. Wir bringen Sie raus. Aber wir müssen erst die unteren Ebenen sichern. Entregen ja, das kann ein paar Stunden dauern. Mein Zugangscode sollte alle... Geben Sie mir noch ein bisschen Geld. Zumindest theoretisch. Sekunde. Suchen Sie sich ein Versteck. Wir kommen zurück. Ja. Ah ja. Versprochen. Wir lügen nicht. Wir sind... Das... Was hat er gesagt? Was sind wir? Special Forces. Special Forces. Guck mal, da habe ich doch hier hinten Gold gesehen. Wir haben jede Menge Bewegung auf dem Radar. Mehrere Wärmesignaturen nähern sich ihrer Position. Und Munition ist hier auch. Hier leuchtet bei mir schon wieder was ich nicht aufheben kann. Ich habe das Gefühl, die Anlage wird gleich überfallen. Oh, überfallen. Überfallen. Ist hier irgendwas Schönes, was ich haben will? Achtung, das ist ein Anlagenüberfall. Bitte verstecken Sie sich. Und belügen Sie. Warte, man muss ein paar Mal da hingehen, dann kann man es jetzt aufheben. Das ist ja bescheuert. Okay. Okay, aber die warten nicht auf uns. Die haben es eilig. Die Mission hat Priorität. Ja, ja. Hier, wir sterben wieder Gelbhemden. Wow, ich will sie sterben sehen. Kommt gleich. Was machen denn die anderen Tasten? Nix hier, oder was? Okay. Das ist komisch. Komm, du musst mitkommen. Das ist wieder Koop-Action angesagt. Also Koop-Tür aufmachen. Guck mal, jetzt ist Fullscreen. Ja, und Security Breach. Das ist jetzt das echte Delta-Team, oder was?
Die müssen dann natürlich jetzt. Oh, sind sie leider. Oh, jetzt Alter! Wieso kann ich nicht mehr schauen? Schau die alle weg, guck mal, wie ich die weghalte, ey. Ich hab einen Bug. Raven greift die Anlage an. Schicken Sie Luftunterstützung. Nein, nein. Oder was ist das? Wieso kann ich denn. Ich kann hier irgendwas aufheben. Wollen Sie mich verarschen? Das sind mehr als 100. Wieso guckt sie immer dahin? Ich hab irgendwas aufgenommen. Kannst du noch deine Kamera frei bewegen? Nee. Und vor allem jetzt, ich habe jetzt auch so die Waffe. Ich kann nicht mal mehr zielen. Ja. Kann gar nichts mehr machen. Was? Hallo? Oh, ja. Ja, also bei mir war es das jetzt. Was soll denn das Spiel? Zick mal nicht so rum. Also ich kann die Kamera nicht mehr bewegen. Ey, du kannst es auch schlecht nicht mehr. Davon. Ich wechsle mal den Charakter. Wie war das? Vielleicht kann die gucken. Select. Ja, ist eine gute Frage. Guck mal, die können gucken. Das war aber auch nicht so gemeint, oder? Ich glaube nicht. Ich habe auch so gesehen, die Waffe auch jetzt... Ist ja, auch, ich auch, weil das so ein Stand. Ich dachte, das muss ich. Und jetzt habe ich die Waffe gewechselt, was ich gar nicht wollte. Ich bin zwingend mit dem Ding, mit dem ich nicht verstanden bin. So, ich bin Captain Schildotron, ne? Also hinter mir her. Okay, ah, hier da. Boots, Boots. Ey, wie cool, kann ich gar nicht schießen. Ich kann nur dieses Schild machen. Ja, das ist so nicht. Wow, das ist spannend. Ach nee, ich kann die so. Boah, das ist ja ein super, super Schild. Hier da. Okay, super Schild, Jungs. Das ist ja fast ein bisschen super zu Schild, einfach. Jungs. Wir haben eine Folge freigeschaltet. Ja, ach guck mal, meine. Ich kann mich jetzt wieder nicht mehr richtig bewegen. Ne? Ach, meine Schildmunition. Guck mal, er läuft weg, hast du gesehen? Super KI. Hat gemerkt, dass er keine Chance hat gegen mich. Es ist offiziell. Das ist mein neues Lieblingsspielzeug. Haha. Ich muss mich wiederbeleben. Du musst mich wiederbeleben. Komm, wo bist hier. Du? Wo bist du? Ich liege auf dem Boden, direkt neben dir, du. Oh, das war knapp. Stabilisieren. Ich bin stabil. Ich muss Waffen wechseln. Keine Munition mehr. Schade, ich dachte, ich kann das Schild ewig benutzen, aber ich hatte nur 5 Schuss mit dem Schild. Mal wieder Pistolero. Man wird schon so ein bisschen, man muss auch mit Deckung arbeiten hier, ne? Ja, hier ist komm, den zu. Typen da habe ich. Habe ich nicht noch andere Waffen? Da, den Safer. Ne, wie heißt der? Hahaha. Savager oder so. Na, die haben alle so einen Balken da. Lebensbalken. Und weg, auf Wiedersehen. Wo ist der neue? Kann das sein, dass wir einfach uns vorarbeiten müssen, weil die ewig kommen? Das kann sein, aber... Das wäre ja bescheuert. Singularität. Die kommen echt ewig, das gibt's ja gar nicht. Und Deckung. Und im Kopf. Singularität, sehr gut. Ach, ich bin schon wieder doof. Wo bist du schon wieder da? Ich helfe dir. Hilfe. Ich hab dich stabilisiert. Es ist nur ein Kratzer, Johnny. Ich gehe in Deckung. Hab ich wieder Munition? Ach, was hab ich hier denn? Guck mal. Ah, geil. Splitter. Ja, genau. Geil. Das ist ja easy peasy damit. Guck dir das mal an. Okay, da. Zerplatzen die alle, ey. Was ist denn hier? Da sind Hubschrauber, die fliegen fleißig rum. Machen ja, okay, nix. Sie ziehen sich zurück. Sie sehen ein, es hat keine Chance. Das ist nicht zu gut für sie. Okay. Hey, ich kann Granaten werfen. Geil. Oh, ja, okay, ist klar. Ja, echt überraschend, dass jemand ausgerechnet sowas macht. Oh, jetzt war ich ein bisschen zu voreilig. Kann man mich wiederbeleben? Ich komme. Dankeschön. Wo sind Sie? Leben Sie wieder? Ohne Deckung hier einfach rein. Mir auch egal. Und noch eine Granate. Ich gebe dir einen Seitenfeuerschutz. Können wir auch die Hubschrauber platt machen eigentlich? Nee, bestimmt nicht. Das wäre zu cool. Doch, es geht! Aber es dauert ewig. Hab ich noch eine Granate? Nee. Granaten gegen Hubschrauber. Das ist doch super. Wenn man die ins Innere schießen kann und dann explodieren die da. Ja. Ja, er brennt. Auf Wiedersehen. Komm, gib's den Hubschrauber. Ich muss gerade regenerieren. Jetzt geht's weiter. Wie soll der denn noch leben? Der brennt lichterloh. Was ist denn das für ein Hubschrauber? Yes! Bloodhawk. So, weg mit dir. Oh. Ja, danke schön. Und da kommt der nächste oder was? Das ist ja schlecht. Guck mal, das kommt gar nicht an. Siehst du das? Das war gar nicht eingeplant, dass man den abschießen kann. Deswegen kommen die Kugeln einfach nicht an. Ach scheiße, nur der eine Hubschrauber sollte man abschießen. Alles klar. Ja, hier liegt ein bisschen Gold. Machen wir mal Goldbarren.
unterbricht, erhält Raven Zugang zu allen Tresoren. Enforcer Raven. Diese Tresore enthalten vermutlich das restliche Fuse-Arsenal. Suchen wir nach einem Aufzug. Wir müssen ihn aufhalten. Was wird Raven wohl Ich darf die nicht abschießen, weil es, guck mal, das ist nicht geplant. Ja. Hier ist noch einer ganz dicht. Und der taucht immer ab und runter. Ich habe keine Ahnung, was sie machen. Was ist das doof? Was machen die da? Und dann ist Wasser. Warum fahren die da runter? Die angeln. Die guck mal, die tauchen da ab. Siehst du, ins Wasser. Das sind U-Hubschrauber. Ja, hier. Ja, wie gesagt, die mit den Rotoren können die so Wale, denen die Pulsadern durchschneiden. Und dann du hast zu viel Surgeon Simulator gespielt. Eindeutig. Ist denn hier noch was Schönes? Da hinten ist Gold, das sehe ich doch. Da blinkt was. Du immer mit deinem Gold. Ja, wer weiß, wofür das noch gut ist. Guck mal, schon wieder Fuse Credits. Ich bin mehr für Freundschaft. Ich hänge mit meinen Leuten rum, du machst dein Gold. Okay? Ey, mit Gold kannst du dir auch Freunde kaufen. Ja. Hast du Gold, hast du Liebe. Das ist ein altes Sprichwort. Okay. Got a gold, got a love. Okay. Oh, hier muss es dringend mal aufgeräumt werden. Mädels? Nein, ich rühre hier keinen Finger. So, hier geht's weiter. Nein. Oh, zur Abwechslung. Wir müssen durch die Mauer. Okay. Ja. Dann machen wir das warum, doch. Warum nicht? Gibt es jetzt ein Feature dafür? Das durch die Mauer-Feature? Mhm. Soll ich schießen oder? Warte, ich. Hau ich das jetzt? Mauer, was meint er mit Mauer? Haben wir vielleicht einen Sprengstoffexperten? Da ist irgendwas aufgeploppt. Oh ja, gerade. Da, Tatsache. Festhalten, um durchzubrechen. Ich breche jetzt. Achtung. Breche. Kotzt die Wand durch. Oh. Muss ich jetzt auch noch was machen? Nee, ich muss da weggehen. Bloß nicht weggehen. Ah, guck mal, ey, einen halben Meter umgedreht einfach nur. Aber Mann, Hauptsache. Leute. Kanonen, Magazine, alles. 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 Die haben ja ein ganzes Arsenal. Ja, natürlich, die Waffenkammer mit Pappen. Die haben sie vermutlich eingelagert, nachdem die Xeno. Oh, hier, die Waffe heißt Daybreaker. Die nehme ich mit. Okay, warte mal. Ach so, hier ist das. Ja, ich finde Spiele auch super mit so schönen generischen Namen, von denen du überhaupt nicht rückschließen kannst, was die Waffe macht. So. Prowler, Scavenger, Daybreaker. Was habe ich denn hier überhaupt? Warte mal, Splitterkanone, Prowler, Guardian. Guardian. Dragonfly. Dragonfly. Jetzt habe ich die Dragonfly. Ich öffne mal diese Tür. Ja, komm. Ich kann nämlich auch hacken, können alle hacken. Hier! Gelbhemden, tot, natürlich. Ich werf doch mal eine Granate hin. Und tschüss. Oh, Daybreaker, oh, ey! Guck mal hier, der hat mich hier geprügelt, Alter. Wo bist du? Da. Ich seh's nicht. Und super Finishing Move, Nahkampf-Action. Ach, du bist schon wieder drin als Einziger? Ja, ich krieche jetzt zurück. Okay. Komm. Da, ich krieche. Stabilisiere mich bitte. Und Granate rein. Guck mal, da ist die Granate und. Er springt weg. Bringt ihn gar nicht. Boom. Ach, keine mehr. Und kommt noch eine Granate. Da, genau. Oh, der wirft nach mir mit Granaten. Geh da mal rein. Ich habe keinen Bock auf diesen subtilen Kram. Der Typ hat sich auf die Granate geworfen. Haha, down, Kulums. Das ist echt cool. Das geht auch. Komm mal und her. Du auch hier, Pants. Und siehst du, wie sein ins Gehirn gegriffen und ihn blutig geprügelt. Und den hole ich mir jetzt auch. Komm her. Ich muss ducken. Ducken. Komm her. Geh doch mal ein Stück. Komm. Wie viele Gegner sind denn das immer? Oh, hier hast du gesehen. Sie ist einfach die krasseste. Sie ist wie Chun-Li. Oh. Haha, und voll die Füße granatet. Ich hab einen. Ich wollte gerade eine Granate werfen. So stelle ich mir nur vor. Oh, ich hab außerdem zu gierig gewesen. Los, komm zu dir. Jerry, sieh mich. Hinten bist du, das ist sehr weit weg. So. Ach nee, dein anderer Kollege hat das schon erledigt. Ja, mein Kollege. Hast du das schon richtig begriffen? Wer mal Gold einsagt, hat keine. Ja, wieso er hat das ja gemacht? Ja, weil ich ihm das gesagt habe, das ist mein Kollege und ich schicke die zu dir. Ich glaube, das war's. Das ist dieser fesselnde Feuerfight. Warte mal kurz, der Typ hier, wie ist der, was ist der beim Handstand machen gestorben oder was ist hier passiert? Das ist ja. Wurde überrascht beim Handstand machen. Was gibt's denn hier noch an Leckerlis? Gibt's hier irgendwas? Hier muss doch Gold rumliegen. Ist doch klar, dass hier Gold rumliegt. Festplatten, Projektdaten, alles.
Es ist, als wüssten sie genau, wo sie hin müssen. Denkt ihr, sie haben einen Insider? Alle warten wieder auf dich. Ja, ich bin die Frau. Okay, weiter geht's. Ja. Yeah. Komm. Ich hoffe, der Level ist bald vorbei. Nein, ich hoffe, er dauert noch ganz lang. Er ist so schön. Ja, man kann hier wieder irgendwas wechseln zu irgendwelchen Breakern. Ja. Oh, hier, was ist das denn? Harbinger. Ja, es ist so ein Sniper-Ding. Ja. Boah. Hier ist Munition. Boah. Ich mach schon mal die Tür auf. Wo ist Muni? Hier. Ui. Oh. Guckst du bitte auf dein eigenes Bild? Du hast schon wieder auf meins geguckt. Entschuldigung. Das ist deine eigene Sequenz. Guck mal da hin, ich hau die mal weg. Scheiße. Ja, ach da. Oh ja, hier ist uns Tabe vielleicht echt gar nicht schlecht, ne? Mach das mal, Nils, ich warte hier. Was, der mag keine Katzen? Hab ich nicht verstanden. Oh, da kommen wir hier die Brücke runter. Ich werf da mal Granate hin. Oh, sie ist ein bisschen zu weit geflogen. Oh. Ich weiß nicht, ob die Sniper auf das richtige Lauf ist. Dinge auf dem Boden. Roboter-Bugs. Mhm. Du machst du dich oder was? Jo, Roboter-Bugs. Dann mach ich wieder Spacken da oben fertig. Mach das. Oh, der Jakob, der... Was war das denn? Ja, ist ein Roboter-Bug durch. Ey, du hast einen Befehl bekommen, dass du mir hilfst. Ich komm! Ich springe richtig eng. Alles okay, das wird schon. Dankeschön. So, ich snipe die mal eben weg. Geht's auch im Kopf? Da hinten ist noch einer. Nee. Okay, er ist eliminiert. Oh nein! Wie lade ich eigentlich nach? Und wieso riecht das hier so lecker nach Pizza? Riecht das auch? Ja, die hat sich einer neben einem Ofen eine gebacken. Das ist super fies. So. Was ist denn die Nachladetaste? Ah ja, blau. Blau. Okay. Ich brauche wohl die Spritterkanone. Ich will in den Nahkampf. Guck mal hier. Oh, hier rechts ist noch irgendwo so ein Fregel. Ja. Ich habe ihn für dich. Okay. Oh nein, Jetpack. Scharfschützen. Die gefürchteten Jetpack-Scharfschützen. Hast du gesehen, wie realistisch die geflogen sind gerade? Ja, total. Oh, der ist tot. Sind da so Explosivdinger? Ja, tatsächlich. Ja. Guck mal, boom. Sowas fällt mir immer als Spieler auf. Das ist bei jedem Spiel das Gleiche. Dass die Jetpacks explodieren? Nee, das sind die roten Kisten. Die sehe ich immer erst, nachdem ich die Leute abgeknallt habe. Das war ja fast zu einfach. Aber wir haben natürlich auch derbe Skills, ne? Oh, da ist wieder so ein Hubschrauber, der geht baden. Oh oh. Der passt nicht. Du passt nicht. Ne? Ja. Der kommt aus dem Warhammer-Universum, ist hier falsch. Oh shit. Ein verdammter Oh shit. Ein Warhammer-Man. Er ist gepanzert. Auf den Tank. Okay. Oh, der hat Feuer. Oh oh. Zielt auf den Tank. Oh, guck mal, der Jacob. Oh, ich auch. Ich muss mal hier weg. Können Sie bitte? Schieß auf den Tank. Ja. So, Tank auf den. Schieß. Oh. Da. Oh, der Tank ist gar nicht im Arsch. Guck dir das mal, das ist hier zu einfach. Ja, aber das bringt ja gar nichts, wenn wir auf den Tank schießen hier. Ja, wahrscheinlich will der noch nicht sterben. Das ist ja mal. Oh, der schießt mit Granaten jetzt auf einmal. Der hat ja alles dabei. Und Granaten. Der ist aber gut ausgerüstet, der Roboter. Ist gut gequipt. Oh, oh nein. Ich brenne. Ich lauf mal hier. Aber es scheint nicht zu stören. Nee. Nö, nicht wirklich. Oh, da ist er. Trickst ihn einfach mal aus. So, pass auf. Ich nehme jetzt meine super Spezialwaffe, den Kopf. Komm, ich werf noch mal. Ich habe noch einen Schuss. Granate. Ich habe keine mehr. Keine Waffe mehr. Muss ich diesen Sniper-Rifle nehmen? Kommt er denn jetzt? Wo ist er? Wo ist er? Da ist er. Der jagt den Jacob. Komm, ich mach Nahkampf. Ja. Ich glaube, er ist weg. Komm mal, Das war ja echt keine Herausforderung. Mach ich. Incinerator. Ich hab den Incinerator. Ich hab auch den Incinerator. Wie? Du?
Du hast mir den Incinerator geklaut. Nee. Wir haben beide gleichzeitig aufgehoben und ja. Die Frau hat den Vortritt gekriegt. Ich muss jetzt irgendwas damit töten. Irgendwas Großes, vermutlich. Wie war das nochmal mit Waffenwechsel? Ich hab's vergessen. Warte, hier müssen wir lang. Oh, wie lässig ich die Granate weggeworfen hab. Okay, jetzt hab ich's. Zack. Ich bin hinter dir. So. Oh. Gib mir sofort meinen Incinerator. Gehen wir, na los. Niemand bleibt zurück. Ach so. Das ist unsere Politik. Ja, niemand bleibt zurück. Denn, dass niemand zurückbleibt, ist mir wichtig. Recht, Sir. Ohne taktische Unterstützung ist das hier Selbstmord. Mhm. Ich berate mich mit unserem Klienten über die Vorgehensweise. Bis dahin hat die Sicherung möglichst... Ich weiß nicht, ob eine Stunde ausreicht, um das Spiel in seinem Facettenreichtum zu zeigen. Ja. Vielleicht sollten wir da 4 Stunden oder so mit draus machen. Andere Richtung. Ich kann mich kaum umdrehen, weil der so schwer ist. Schon wieder so ein Roboter. Wo sind wir hier eigentlich? In irgendeinem Labor, ne? Ach, und der klaut jetzt... Nee, der macht irgendwas kaputt. Oculus, ja. Wir haben ein Problem. Die Transformatoren sind deaktiviert. Da müssen wir hin. Irgendwo in Ihrer Nähe müsste es Energiezellen geben. Mann. Setzen Sie sie in die Transformatoren ein, dann sollte das System neu starten. Ja. Ich finde es immer komisch, wenn so ein Spiel für 8-Jährige ab 18 freigegeben ist. Warum lässt das du denn? Ich finde, das ist total schön. Es ist so schön, dieses Spiel. Optisch und spielerisch. So schön. Wo ist denn jetzt 34? Was ist das überhaupt für eine Fabrik? Was ist das? Ja, das. Da bauen die halt. Das ist einfach nur ein Hubschrauber-Vergnügungscenter. Die ganzen Hubschrauber, die hängen hier rum und haben Spaß. Komm, schieß das ab, das geht auch nicht. Da müssen wir doch hin, hier 2 Meter. Hier. Da bist du. Okay. Oh, was ist das? Komm! Ah, nee, ich schmeiße Granaten. Ich hab die Fuse-Zelle. So. Ich hab die Zelle jetzt. Fuse-Zelle entnommen. Jetzt muss ich die irgendwo hinbringen. Und zwar nach da hinten. Kann ich auch schnell laufen? Oh! Fuck! Nee, gib mir die jetzt. Ich wollte nur schneller laufen und dann hat die das missverstanden mit, ich setze die ab. So. Okay, rein da. Das ist ein Warp-Kern, ne? Das ist, ja, 1:1 im Warp-Kern. Das war jetzt alles, oder was? Also der Roboter, die Zerstörung, der Roboter... Nee, dieser Warp-Kern war die Tür gepowert. Ja. Ja. Niemand kommt durch diese Tür. Willst du noch mal diesen Incinerator da mitnehmen, oder was? Oder ich hab den Incinerator. Du hast ihn? Okay. Ich hab ihn. Ich Incinerator schon. Ey, Stealth-Technik. Oh, warte. Stealth-Technik, Alter. Jetzt pass auf. Psst. Komm mal hier. Psst. Boah, das war ja brutal. Ja. Diesmal machen wir es leise, aber es reicht dann auch. Per Seilrutsche müssen wir da rüberkommen. Seil, Ziplining! Yay! Ja. Ach, mein Incinerator passt nicht durch. Was? Ist es nicht dein Ernst? Nee. Den muss ich ablegen, um da durchzukommen. Alter, gehst du mal da. Hast du gerade mich gemeint? Nee, achso. Nee, ich meinte dich ja. Guck mal, die Naya. Wir gehen schon mal vor. Ja, mach das. Ich warte auf Naya. Aber unsere Politik ist ja, dass niemand zurückgelassen wird. Ja. Jetzt habe ich einen Konflikt. Okay, Naya, ich nehme die andere leider. Oh, warte. Hier. Oh, oh, oh. Stealth. Wartet, den übernehme ich. Stealth. Psst. Sie sind direkt vor uns. Stealth. Woo. Oh, ich habe Stealth. Voll Action im Spiel, diese Warte, meine. Den anderen Stealth ich auch. Super Stealth Mode. Guck mal, das hat nicht nur Action-Momente, sondern auch Stealth-Elemente. Plus Leveln. Leveln und Stealth. Oh, das war's. Oh, war's das mit Stealth? Okay. Oh, oh. Wie mache ich, muss ich jetzt leider. Was so. Für ein dummer Gegner. Er hatte so eine gute Position da und jetzt kommt er genau vor mich. Ah. So sind die. Oh, ich bin. Komm zu dir. Ich habe Bauchschmerzen anscheinend. Oh, oh, ich habe was Falsches gegessen. Oh, hey, ich steck dir den Finger am Mund. Fleisch nach Szechuanart. Oh. Bitte schön. Oh, danke. Was gibt's denn hier Schönes? Kann man irgendwas haben? Hier gibt's wieder irgendwas. Ich habe EP aufgenommen. Ich habe Erfahrungspunkte aufgenommen.
Die liegen da so rum einfach. Die Leute, die auf dem Boden tot liegen, die haben schon was Lustiges an. Sieht aus, als wenn er so winken würde und sein Kopf ist verdreht, also seine Füße gehen nach hinten. Ja. Und stimmt. Ist das der Arsch oder das andere da? Nee, er ist komplett, sein Oberkörper ist um 180 Grad gedreht. Ja, du hast ihm nicht nur das Genick gebrochen, du hast ihm die komplette Hüfte zerschreddert. Krass. Hast einfach mal sein Torso umgedreht. Oh, hier ist schön. Guck mal, eine andere Farbe mal. Ja. Okay. So. Oh. Doppel-Cutscene. Jetzt weiß ich auch, warum das Cutscene heißt, ne? Ja. Macht total Sinn jetzt alles. Gott, haben die auch echt genug Leute? Oh, komm. Ich stell's rechts, du stell's links. Ja. Alles klar, okay. Und kaboom. Warte doch. Was war? Nein. Oh, was machst du denn da? Ich versuche ihn zu stelzen. Oh, du bist. Oh, ich mach das für dich. Ja, die Naya, die hockt da am Weg. Warte. Ich nehm den hier oben. Den Kopf. Oh, das war unauffällig. Ja, man kann jetzt ja auch nicht die ganze Bande hier. Oh. Lade nach. Meine Waffe ist leer. Ich lade nach. Achtung, die Cyberkrieger greifen an. Hast du den Eliminator? Ja. Oh nein. Ich habe ihm in die Eier geschossen. Ich liege auf dem Boden. Oh. Nee, dir geht's wieder gut? Im Dreck. Oh. Geht's dir wieder gut? Mir geht's gut. Ich drücke jetzt hier, um irgendwas zu machen. Ha, Kopfschuss. Ich habe die Energiezelle und ich habe meine Bauchschmerzen sind zurückgekehrt. Du musst einfach auch mal auf Klo gehen vielleicht. Ein bisschen pupsen. Ja, da oben ist noch einer. So. Zack. Mhm. So, da noch einer, da oben wieder. Alter, ich lieg schon wieder. Irgendwas stimmt hier nicht. Hallo? Jetzt fliegt der wieder wo. Geht's dir besser jetzt, ja, ne? Ja, mir geht's ja besser. So, da unten ist auch noch einer. Oh, das sind ja ganz schön viele. Wo sind denn noch welche? Da ist noch einer. Und tschüss, Kopfschuss. Ich sehe keine mehr. Ja, das ist. Man muss auch das geschulte Auge haben für den Feind. Okay, ich rücke vor. Ja, das wird toll. Ich sag dir Bescheid, wenn ich alles... Hier ist wieder... Ich hole mal die Fuse-Zelle. Mach mir mal Deckung, ja? Ach ja, die habe ich verloren, habe ich vergessen. Für was bist du eigentlich gut? Hier ist der nächste Warp-Kern. Wo ist er? Der ist hier, wo die ganzen Gegner sind. Könnte man mich mal bitte decken? Das Versprechen... Hallo? Geht das? Das machen doch die Teamkollegen alle nur, ne? Oh, was ist los? Ey, warte, ich nehme jetzt hier mein Superschild. Superschild-Attack. Ja, so geht das so. Oh. Das Schild bringt nicht so viel. Ich bin down. Oh, ich hab nie aufgepasst. Muss zurückkriechen. Hilfe. Belebt mich wieder, du... Oh, die ist auch kann mal. Auch jetzt eigentlich auch wechseln und dann... Oh, nö! What? Ich wollte jetzt wechseln und mich... Oh, Alter. Oh, wieso ist die gescheitert? Ich hab's gar nicht... Ach, alle vier sind tot wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich. Aber die waren nicht cool. Die sind ja noch rumgegangen. Man kann sich auch im Kriechen noch helfen. Ja, ne? Wahrscheinlich haben die sich den Magen verdorben, weil nämlich das Elbenbrot, was sie als Verpflegung hatten, war schon schimmelig. Vergoren. Wie lange lädt das? Lass mich wieder einsteigen. Hoffentlich nicht zu weit hinten. Ich will direkt an diesen Warp-Kanal. Am besten wäre es von 1 eigentlich ein bisschen weiter vorne, damit Oh nein! Jetzt diese komplette Sniper-Geschichte nochmal, oder was? Ja, okay, guck mal, das ist nicht so weit hinten. Aber jetzt können wir nochmal den Stealth-Kill probieren. Stealth-Kill aktiviert! Stealth-Kill durchgeführt! Okay. Warte mal, ey, pass auf, noch nicht schießen, ja? Noch nicht schießen. Ich mache Stealth-Kills. Warte, ich will auch. Ja. Warte auf mich. Okay. Ich komme auch. Ich bin hier direkt neben ihm, er sieht mich nicht. Ja, ich auch. Und los. Derbe. Ich habe ihn erstochen und muss genau durch das Glas von Lade dabei gestochen haben, das er bei sich trug. Nein, ich bin wieder so. Hilfe! Danke, hallo? Jacob. Hallo? Oh, wenn ich jetzt... Ich werfe einfach mal eine Granate. Das gefällt mir ganz gut, der Gedanke. Ja, ich auch. Granate incoming. Woo! Hallo? Alter! Ja, hier die Sniper. Captain Sniper-Trop muss echt mal die Sniper dich drum kümmern. Ja, du hast doch die Sniper. Ja, ich mach die jetzt. Die hat mich schon 5-mal in den Kopf geschossen. Die fliegen auch mal weg, die Spassels. Okay, ich gehe auch. Ach, das sind aber echt viele. Ich schieße auch mal. Was? Das ist doch lächerlich. Was habe ich denn? Wieso schießt der nach hinten noch eine Pistole? Hör doch auf, mal wegzufliegen. Das ist, ach Gott, da okay, jetzt müssen ein paar weniger. So. Sehr gut. Guter Schuss. Da hinten ist noch einer.
Der war schneller als ich. Ich habe noch nie erlebt. Ist er jetzt tot? Vor Schnelligkeit, ja. Oh, Vorsicht! Die schmeißen mit Granatensprengkörpern. So. Wo ist noch jemand? Da hinten. Verbrennung. Vorsicht! Vielleicht noch mehr. Wie kommst du da drauf? Das waren doch bestimmt alle. Ich hol die Türstelle. Gib mir Deckung. Ne, erst will ich das hier haben. Nicht so leicht zu erledigen. Nee, absolut nicht. Die sind super schwierig zu erledigen. Ja, das ist nicht so leicht wie auf der Akademie, Johnny. Weißt du noch? Da. Als ich dir damals im Simulator den Arsch gerettet habe. Oh, rette mir mal den Arsch. Ich hab dir den Arsch gerettet. Ja, weißt du noch, was ich noch mit deinem Arsch gemacht habe? Ja, kannst du dich noch an die Alte mit den blauen Haaren? Geronimo! Da hast du den Arsch. Okay, ich komm zurück. Ich krieg zu dir. Oh, ich bin auch. Komm. Oh. Ey, wie dumm war denn die dumme Tuss? Dürfen wir nicht so weit vor. Ja, die KI ist einfach nur dumm. Die KI, nein, die gefällt mir gar nicht. Ja, man wird aber, wenn ein Spiel schlecht ist, verliert man auch die Geduld damit, es so zu spielen, wie man das sollte in dem Moment. Willst du sagen, das Spiel ist schlecht? Nein. Willst du schon so weit vorausgreifen? Nein, also das Spiel, bis jetzt hat es eigentlich noch nichts falsch gemacht. Also Es ist grafisch, die Animation, die Story, die Dialoge, die Synchronisation, die Levelvielfalt, die Levelarchitektur. Grafik, Es KI, ist so gut bisher. Super gut, ja. Für mich ist das auf jeden Fall der Xbox One Killer. Total. Das wollte ich gerade sagen. Also haben wir schon gesagt, dass wir hier das erste Xbox One-Spiel spielen. Okay. Okay, sag Bescheid. 3, 2, okay, 1, sag nicht okay. Bescheid. Das ist Quatsch, die merken das eh nicht. Ich gehe jetzt nach oben. Okay. Wir machen einfach, wer schneller Stealth killt. Mit dem Messer diesmal. Na schön. In Gold. So, rüber. Okay. Hops. Oh, jetzt hängt hier. Schnell runter in die Deckel. Ich habe ihm einen Kopfschuss gegeben. Oh, das ist eine Granate, aber ich töte mich nicht. Noch einen. Den wollte ich. Okay, ich gebe mich nicht viel weniger als Kopfschuss zu fliegen. So, das ist ja, wird ja immer einfacher. Ja, man kann uns schon richtige Fuse Pros nennen. Ja, wollen wir nicht so eine Liga gründen? Oh, kann man das in ASA spielen? Stimmt. Bleib doch mal stehen da. Der lebt noch. Da ist wieder ein Schnieper. Schnieper wird abgeschossen. Schnieper? Ja. Haha, Impulsion. Okay, jetzt bleiben wir ein bisschen bei der hinten, ne? Ja. Okay, so. Das nicht normal machen. Boah. Da kommen die jetzt wieder, ne? Da kommen sie raus. Und Granaten. Und noch eine. Ja, stimmt, Granate ist gut. Ich habe keine Granaten mehr, was soll denn das? So, was wollt ihr jetzt von mir? Das ist so einfach. Wieso konnten wir hier eigentlich, wieso sind wir gerade gestorben? Das stimmt. Oh ja, hier ein Schneiber. Zwei ineinander, das sind Sniper Twins. Sniper Twins. Cyber Sniper. Oh, ich muss mich ein bisschen erholen. Na los, die Luft ist rein. Okay, ich greife mir diese seltsame Thermoskanne und werde sie in den Kühlschrank stellen. Okay, damit wir auch morgen noch frischen Tee haben. Oh, sie ist Gold. Ich will Gold haben. Ja, wir haben es geschafft. Der Warpkern fährt hoch. Was ist mit der Farbe los? Die Luft ist rein. Ja, die Farbe steht jetzt für Glückseligkeit. Ja, aber war der Bildschirm nicht eben blau? Jetzt ist er gelb. Musst du dich über jede Kleinigkeit auf und kannst du das nicht mal einfach diese Schönheit genießen? Guck mal. Ey, das ist der Raum, in dem Gordon Freeman anfängt. Gordon Freeman? Boah. Dieser Experimentraum. Stimmt. Ganz am Anfang. Auf den Sack. Weiter vorwärts. So langsam gehen mir die Daten hier. Hab ich das Gold da jetzt mitgenommen oder? Das, hat das noch geklappt? Ja. Aber hier gibt es Munition oder irgendwas anderes. Für den Harbinger. Kann man eigentlich mittlerweile schon. Haben wir einen Stufenaufstieg eigentlich? Ich meine, wir hätten den auf jeden Fall verdient, ne? Ja, aber sowas von. Soll ich mal kurz Start drücken, mal gucken, was es da noch für tolle Sachen zu entdecken gibt? Können wir tatsächlich. Drei Fähigkeitenpunkte habe ich. Ach, aber warte mal, das ist jetzt die andere. Ach so, ich habe auch. Ja, ich kann das nämlich jetzt auch machen. Nee, was machst du da? Drück dir mal Start, dann kannst so, du. So, ich kann nämlich jetzt hier auch mal verstärktes Melanti. Das kaufe ich jetzt. Ich denke gar nicht drüber nach. Ich kaufe einfach.
Okay. Ich hab sogar, man hat sogar drei Sachen. Hm? Okay, ich hatte eben sogar drei. Nee. Wieso kann ich denn nichts machen? Fähigkeiten. Siehst du, ich habe drei Punkte. Wieso hast du denn drei Punkte? Was ist doch Quatsch? Habe ich mich gerade verguckt? Wow, yeah. Ich habe das wahrscheinlich falsch gemacht. Geh sofort weg, ich will das auch machen. Geht das? Nee, du musst erst. Du musst selber Start drücken. Stimmt, ich habe auch noch welche. Dann mache ich doch mal das hier fertig. Ultra verstärktes Melanit. Ultra verstärkt. Melanit. Ach so. Dann kann ich jetzt aber auch mit der alten Ishi hier. Warte mal, wenn ich jetzt mal hier den. Hier mal die alte da wechsel. Wie kompliziert das ist, ne? Mhm. Jetzt kann ich das mit der nämlich auch machen. Und aufwerten. Nee, wie? Die hat keine mehr. Das ist ja lächerlich. Die ist nicht so gut. Und aber wieder zurück zu der roten. Das ist die Auszubildende von uns hier. Weiter geht's. Ja, irgendwie. Also wir warten auf dich. Okay, achso. Danke. Glaube ich. Oh, 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 oh. Aber bist du vielleicht der dämlichste Köder, der hier rumläuft. Jetzt muss ich dich wieder aufheben. Nee, ich also, nicht. Oh, guck mal hier. Oh, Feuergefechte. Oh, ich bin an mir. Boah. Alle werfen die Granaten. Dann hör mal auf. Aber. Ah, oh, guck mal, hast du gesehen? Die Granate hat aber richtig Krabbel gemacht. Und den Kopf. Kurz erholen. Über diese Warp-Kerne, meine Güte, wie viel Warp kann diese Fabrik fliegen? Warp 25? Warp 25? Oh! Was ist das? Käfer! Ich muss es hauen. Es wollte mich attackieren. Es hat angefangen. Attack of the Warp. Oh, siehst du das? Und hast du den in der Luft abgehauen? Ja. Das ist so cool. Oh nein, nein! Meine Spezialität. Oh, ich brauche Hilfe. Izzy. Ich brauche auch Hilfe. Oh nein, wo guck mal, die da hinten fliegen auch gerade alle um. Oh, ich wechsel mal auf. Ich kann nicht wechseln, das war's schon das wieder. Das wird nix! Oh, nicht schon wieder, bitte. Guck mal, die alte, guck mal, die macht da hinten Flickflacks und wir liegen hier. Warum können wir uns nicht gegenseitig helfen? Alter, komm, heb mich auf! Nein, nicht ihn! Ja doch, yay! Heb mich auf! Kaboom! Ich werfe eine Granate. Nein, aber ich hatte das Leben. Wir haben da hinten Jacob verloren. Oh! Wie, nur weil Jacob... Oh! Jacob mochte eh niemand. Nee, der war sehr unbeliebt. Oh Gott. Oh, und immer die gleiche Alte da. Mann. Guck mal, hier gibt es Statistiken. Mhm. Du bist sehr schlecht. Ja, steht das da? Ja, Jitter Player One ist sehr schlecht. Mhm. Stab. Heißt es Stab im Sinne von jemanden erstechen oder Stab im Sinne von jemanden stabilisieren? Stabilisieren, glaube ich. Ich glaube auch, weil da ein Punkt hinter war. Ich werfe sogleich eine Granate. Ich komme mit meinem Schild hinterher, aber ich kann nichts machen. Doch, jetzt kann ich wieder was machen. Hier, ich komm hinter mein Schild, da. Ja, komm ja, unter ja. Meine Schilde. Dunkelscherbe. Klar, Dunkelscherbe. Oh, ich weiß so, was gemeint ist damit. Mit der Dunkelscherbe, ne? Ja. Ja, das ist ja ganz klar. Oh, hier Magnetschild. Super Schild. Oh, das ist so spannend für den zweiten Spieler, der ja. Das Schild hält. Ja. Willst du mal? Nein, das könnte ich nicht. Die Spannung wäre zu groß. Voll in mich gehen. Jetzt kommen die Spackels hier. Ferro-Scherbe! Ferro, ja. Doppel-Ferro-Scherbe! Mega-Ferro. Alter, ich will auch eine Ferro-Scherbe jetzt. Ich hab in der Luft hier da. Oh, 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 oh! Scheiße, hier laufen die mal wieder hin. Wie gut, wer hat denn da die Granate auf den Back geworfen? Was ist yes. Das? Bitte, heb mich hier auf! Nein! Heb mich hier auf! Ich geb dir auch eine Ferro-Scherbe. Okay, dafür mache ich alles für eine Ferro-Scherbe. Pass auf, Jakob stirbt gleich wieder! Ist mir egal. Helft Jakob! Oh nein. Ey, ist mir so, wie ich hier einfach alleine das Spiel einfach mal rocke. Mach das, ich suche hier alles nach Ferro-Scherben. Oh. Hatten wir nicht mal einen Kollegen früher, der so hieß? Hieß er nicht Ferro?
Ferro? Ferro? Ferro, ne? Viele. Ferro, ja. Ferro. Oh, guck mal, die Stunde ist vorbei. Nein, jetzt gerade was so Spannendes. Gerade jetzt. Oh, ich schneller kriege. Wir können noch 2 Bonusminuten einflechten. Ja, echt? Haben wir die verdient? Yes! Weil das Gefecht gerade so abwechslungsreich und spannend ist. Ja, ne? Ich glaube, wir kämpfen uns auch wirklich gerade den Raum zurück, den wir vorhin einmal schon in der Richtung gekämpft haben. Zurück. Das meinst du, ich treffe sie? Nee, will ich gar nicht. So, wo sind denn die? Oh, da kommen sie. Chef. Eliminieren. Aktiviert. Kopf, komm. Da, du kriegst jetzt auch mal ein. So, Magnetschild. Das wär's fürs Erste. Echt? Fürs Erste aber nur. Oh, guck mal, da brutzelt einer noch. Nein. Oh, der hat aber starke Verletzungen. Schau ihn dir an. Oh, ja, im Schulterbereich, ne? Ja. Oder Meniskus. Oh, das war dein Schild. Das hat mich ein bisschen erschreckelt. Mhm. So, es ist Zeit. Nein! Diese Stunde. Nein! 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 Ja doch, wir müssen es beenden. So, wir machen Pause und möchten kurz noch ein Fazit. Dennis, wie hat dir dieses Spiel gefallen? Auf einer Skala von überragend bis sowas Schönes habe ich noch nie gesehen. Also, wenn ich die Gebärdensprache ausdrücken kann, würde ich sagen, ich würde dem Spiel eine geben. Okay, kannst du die letzte Geste noch mal? Das letzte Wort habe ich nicht ganz verstanden. War das? Oder ja? Ja. Weil du hast so einen leichten Dialekt. Ja, nein. Deswegen. Ja, das war Fuse. Tatsächlich ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. Ich meine, wir haben uns vorher mal so angeguckt, grob nur die Wertung, ohne lange Reviews zu lesen, noch mal so geguckt. Und die sind allesamt nicht so gut, so im Schnitt vielleicht eine 6,2 von 10 oder so. Es gibt übrigens auch eine Demo, glaube ich, die man sich runterladen kann. Also wenn man noch nicht so ganz überzeugt ist, kann man es auf jeden Fall erstmal ausprobieren. Ja. Und das kostet dann erstmal nichts. Kostet nichts. Gar nichts. Nichts. Gar nichts. Das ist auch ungefähr das, was ich ausgeben würde für den ganzen Titel. Also ich glaube tatsächlich, dass das Einzige, was dieses Spiel über einen längeren Zeitraum erträglich macht, ist der Koop-Modus. Ja. Wenn du jetzt nicht neben mir sitzen würdest und ich könnte mit dir dummes Zeug reden, über das, was man da erträgt, dann würde ich das sofort ausmachen, weil alleine muss das fürchterlich sein. Absolut. Ja. Also, ich habe keine Ahnung. Du hast schön noch einen Punkt gefunden, der irgendwie schön redet. Ich muss sehr, sehr lange überlegen. Mir fällt gar nichts ein. Ich finde die Sprecher furchtbar, die Grafik furchtbar, die Story furchtbar, das Setting furchtbar, das Leveldesign furchtbar. Also diese allein die Story, hat dich irgendwas interessiert überhaupt, was sie da reden? Es ist generisches, irgendwelche Typen in der Zukunft. Kann das überhaupt nicht nachvollziehen. Bösewicht mit irgendeiner Geschichte, die Fuse heißt. Keine Ahnung, Roboter kommen, Hubschrauber, die im Wasser schwimmen gehen. Ich habe keine Ahnung, was das Spiel von mir wollte. Also mich hat die Story total mitgerissen. Ja? Ja, dass ich jetzt aufhören muss, ist echt schade, weil das war gerade die Stelle, wo die, nachdem die ja so da, und jetzt müssen die so, weißt du? Mhm. Und das ist echt super, also, ja. Naja, also das war eine Stunde mit Fuse. Vielen Dank fürs Zusehen. Absolute Kaufempfehlung.